Herzlich willkommen. Ich fange mal gleich an. So, vielleicht bevor ich hier auf diese Folie eingehe, ein paar Worte zu mir. Mein Name ist Thomas Geifsenbelt. Wie wahrscheinlich alle schon gehört haben, nicht ursprünglich aus Deutschland, sondern komme aus den Niederlanden, bin aber seit 2007 in Deutschland und seit 2019 bei Esri und dort in der Rolle als Vertriebsleiter. Esri ist, glaube ich, in dieser Branche mehr als bekannt. Aber vielleicht doch noch mal ein paar Fakten zu Esri als Organisation. Was sind wir eigentlich? Und am einfachsten lässt es sich zusammenfassen in ein paar Zahlen. Es gibt hier immer weiße Zahlen, blaue Zahlen. Die weiße Zahlen sind Esri international, die blaue Zahlen sind Esri in Deutschland und der Schweiz. Und ich werde jetzt nicht alle Zahlen einzeln durchgehen, aber vielleicht mal ein paar spannende. Das erste 1969, was war da? Jack Dangermond hat die Firma Esri in den USA gegründet. Und in 1979, 10 Jahre später, waren wir dann in Deutschland, wurde Esri Deutschland gegründet, als erster ausländische Distributor von Esri. Wir sind die größte Distributor von Esri. Wir haben um die 300 Mitarbeiter in Deutschland, dazu später mehr. Spannend, wir haben als Esri 650.000 Kunden, so nicht einzelne Nutzer, sondern weltweit 650.000 Kunden. Und ich glaube, was ich immer noch spannend finde, ist das Thema 30% R&D. So, Esri investiert jedes Jahr 30% vom Umsatz in R&D, um die Produkte weiterzuentwickeln und nicht nur in den Kernprodukt, sondern auch immer in Systeme ringsherum. Und natürlich, wir sind auch nicht ganz klein, wir sind in der Branche Marktführer. Diese Folie, ich weiß gar nicht, ob man über diese Folie sehr lange sprechen muss in diese Runde, was ist ein GIS eigentlich? Ich würde auch über das GIS selbst gar nicht sprechen. Ich würde vor allem, was ich hier spannend finde, ist eigentlich zu sehen, was tut sich rund um GIS. Natürlich gibt es Fachanwender und kann man damit Dinge visualisieren. Aber spannend ist vor allem die neuen Themenbereiche, die dazukommen. Themen wie BIM, das gab es vor 10 Jahren in der Form nicht. Das Thema Fernerkundung. Ich meine, man sieht es, wenn man hier auf der Messe rumläuft, wie das ganze Thema Drohnen, Satelliten, wie wichtig dieses ganze Imagery-Thema ist. Und auf der anderen Seite, GIS ist nicht mehr nur noch ein Thema für wirklich Fachanwender und Profis, sondern ist ein Thema, es geht darum, man kann immer mehr damit tun. Und ich glaube, wir haben schon vor ein paar Jahren über das Thema Dashboards gesprochen und da mussten wir immer erklären, was ein Dashboard eigentlich ist. Da gab es das Covid-Dashboard vom RKI und von John Hopkins mit Trillionen Zugriffe auf dem John Hopkins Dashboard. Ich glaube, Dashboards muss man nicht mehr erklären, wie man Informationen einfach verständlich darstellen kann. Aber wir sind hier nicht, um über GIS zu reden, wir sind darüber, um über Esri Deutschland als Arbeitgeber zu reden. Dann ist die Frage, wer ist Esri Deutschland eigentlich? Wir haben es hier mal zusammengefasst. Wir haben 10 Standorte in Deutschland und die Schweiz. In Deutschland, geht mal schnell durch, Kranzberg bei Freising bei München. Dann haben wir Leipzig, Berlin, Hamburg, Hannover, Münster, Köln und Bonn. Und wir sind gerade im Gespräch für ein weiteres Standort im Südwesten. So, das heißt, wir decken Deutschland eigentlich ganz gut ab. Und warum tun wir das? Weil wir sagen, unsere Rolle ist es, um nah am Kunde zu sein. Und es hilft einfach total nah am Kunde zu sein, wenn man in der Nähe ist. Und das Zweite ist, es hilft uns natürlich auch, neue Leute zu finden, wenn die nicht alle irgendwie nach Berlin kommen müssen, sondern auch dort arbeiten können, wo sie studiert oder in der Nähe von dort, wo sie studiert haben. Was machen wir? Wir machen das ganze Thema Schulung und Training, wir machen Support, wir machen Implementierung, Consulting und wir machen natürlich das Thema Vertrieb. Und ein ganz wichtiges Thema, wir arbeiten sehr viel mit Partnern auch zusammen. So, das ist unser Fokus, Deutschland und die Schweiz, mehr als 300 Mitarbeiter, 340 Mitarbeiter, davon 280 in Deutschland, der Rest in der Schweiz. So, es ist für ein mittelständisches Unternehmen, sind wir gar nicht so klein. Dieses Thema ist etwas,
Und ich bin nicht immer bei Esri gewesen. Ich war lange bei ein großes Industrieunternehmen. Das ist was, was mich total beeindruckt hat von Esri. Wir machen, und das ist eins der Punkte, ich habe es vorher kurz erwähnt, Esri wurde 1969 gegründet von Jack Dangerman. Und ich weiß nicht, ob einige von Ihnen gestern Morgen in der Plenary waren, wo er ein Keynote gehalten hat. Warum es ihm geht, und er ist immer noch aktiv, warum es ihm geht, ist, um die Welt ein Stückchen besser zu machen und im Endeffekt mehr nachhaltig und nachhaltiger zu machen. Und deshalb hat er ein paar Themen, wo er sagt, die sind ihm total wichtig. Das ist unser Schulprogramm und Education-Programm, so im Endeffekt die Unterstützung von Schulen, aber auch Hochschulen, Universitäten. Das ist die Unterstützung von NGOs oder Non-Profit-Organisationen. Und da gibt es die verschiedensten Organisationen, beispielsweise auch das Rote Kreuz, National Geographic, so die wirklich viele verschiedene Dinge und viele Programme, wo wir diese Organisationen auch versuchen zu helfen. Und das, was ich total spannend finde, ist das Disaster Response Programm. Es gibt in der Welt Krisen und Probleme, die sind einfach nicht vorherzusagen. Und da kann man mit Geografie eine ganze Menge Hilfe leisten. Und in so einem Fall, wenn sich sowas vortut, können Kunden sich oder auch Betroffenen sich melden und wir helfen diesen Kunden. Wir stellen Lizenzen bereit, wir stellen Professional Service bereit, um in Notfällen, und das sind dann Dinge wie ein Moorbrand in Meppen oder die Überflutung im Ahrtal oder natürlich auch ein Thema in der Ukraine, Erdbeben, die es dann gibt. Da unterstützen wir ganz schnell mit unserer Software und mit Dienstleistungen, um wirklich schnell ein Lagebild zur Verfügung zu stellen, womit man dann ein bisschen helfen kann, um diese Krisen zu bewältigen. Und das ist für uns ein wichtiges Thema, unser soziales Engagement. Und aus meiner Sicht auch was, was nicht selbstverständlich ist, dass Firmen das so mitmachen. Und dazu brauchen wir immer wieder neue Leute. Wir brauchen euch. Für alle Leute, wir haben ganz viele verschiedene Rollen, die wir suchen. Und eigentlich ist der Prozess ganz einfach. Wir versuchen diese Bewerbungsprozess, ich weiß nicht, in manchen Unternehmen ist es so, da hat man 12 Gespräche und das zieht sich über Monate. Wir haben gesagt, das ist auch nicht mehr von dieser Zeit. So, wir versuchen diesen Prozess einfach und schlank zu gestalten. Sie finden alle Stellen, die wir haben, auf unserer Webseite, auf LinkedIn, auf andere Portale. Natürlich kann man auch einfach eine Initiativbewerbung schicken. Und dann ist es ganz einfach. Sie bewerben sich, Sie kriegen ein Feedback. Es gibt 2 Gespräche und Sie kriegen ein Angebot, wenn alles gepasst hat. Und hoffentlich fangen Sie schnell an. Was sind dann so praktische Beispiele? Was kann man bei uns eigentlich machen? Es gibt die Möglichkeit, wirklich direkt anzufangen. Sie wissen, Sie wollten schon immer in der Beratung arbeiten oder im Schulungsbereich arbeiten oder vielleicht auch im Vertrieb arbeiten. Da müssen Sie nicht lange suchen. Wir haben in alle Bereiche haben wir Einstiegsstellen, wo Sie einfach im Team auch von anderen Kollegen lernen, vieles lernen können. Und Sie können gleich anfangen als Trainerin oder als Consultant, als GIS-Engineer oder bei uns im Sales-Team oder im Partnermanagement, im Marketing. Es gibt da ganz viele Stellen, wo man direkt einsteigen kann. Jetzt ist es auch so, dass es Leute gibt, die sagen, ich weiß eigentlich noch nicht genau, was ich machen möchte. Und dafür haben wir was gemacht. Das heißt bei uns, unser Graduate-Programm, das ist ein Programm, geht über 2 Jahre. Und da werden Sie innerhalb dieser 2 Jahre durchs ganze Unternehmen gelotst, um es mal so zu sagen. Sie machen einen Allgemeineinstieg, wo Sie so Basiskenntnisse bekommen. Dann gehen Sie in unser Produktmanagement. Sie lernen alles über unsere Produkte. Sie haben eine Station im Support. Sie haben eine Station im Digital Sales. Sie arbeiten im Sales Engineering. Sie arbeiten in unserem Professional Service Team. Das sind immer Blöcke. Und nach 18 Monaten ist diese, ich sag mal, haben Sie alle Stationen mal durchgemacht. Und dann können Sie sagen, eine Spezialisierung machen für die letzten 6 Monate. Um dann nach 2 Jahren zu sagen, und jetzt weiß ich genau, was ich möchte und ich fange da an. Ist aus meiner Sicht eine total spannende Gelegenheit für alle, die nicht genau wissen,
was möchte ich jetzt wirklich den Rest meines Lebens machen, um wirklich mal in alle Bereiche reinzuschauen und einen Eindruck zu kriegen, was tun die Leute da. Und natürlich, für jeden von Ihnen, der oder die noch studiert, wir haben auch viele Studenten bei uns. Praktika, Abschlussarbeiten, als Werkstudent, da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Und auch da gilt, bei Interesse, sprecht uns einfach an. Kollege aus unserem HR-Team, finden Sie in der Intergeo Career Forum in der Halle 5.2 so direkt nebenan.